Perserkatze. Hallo Leute! Wie findet ihr ein Haustier mit langem, flauschigem Fell, das noch dazu super kuschelig und anhänglich ist? Das klingt doch super, oder? Dann habe ich heute genau das richtige Tier für euch. Denn heute dreht sich alles um Perserkatzen. Das hier ist Jackie und über die werden wir heute mit Sicherheit noch mehr erfahren. Aber vorher habe ich die Quizfrage für euch. Dreifarbige Katzen sind fast immer A, männlich oder B, weiblich. Die Auflösung gibt es später. Jetzt gibt es allerdings noch ein kleines Problemchen. Ja, Perserkatzen sind nämlich bei ihrem Frauchen oder ihrem Herrchen anhänglich, aber bei Fremden sind sie oft so ein bisschen schüchtern. Mal schauen, ob Jackie und ich uns heute noch näher kommen. Auch wenn diese Katzenrasse Perser heißt, geht man heute davon aus, dass sie gar nicht aus Persien, also dem heutigen Iran, stammt, sondern aus Russland. Perserkatzen gelten als besonders edel und werden auch als königlich bezeichnet. Die englische Königin Victoria hatte gleich zwei Perserkatzen, die auch nach ihrem Tod ein luxuriöses Leben im Buckingham-Palast führten. Bevor man vor rund 100 Jahren mit der Zucht begann, nannte man alle langhaarigen Katzen hauptsächlich Angora-Katzen und nicht Perser. Perser gibt es in den verschiedensten Farben. Von beige über rot bis grau ist alles dabei. Hallo? Na, das klappt doch schon überraschend gut mit der Jackie und mir. Du bist ja eine Liebe, hm? Die Jackie hat natürlich auch eine Besitzerin und die stelle ich euch jetzt vor. Das ist nämlich die Nicole. Hallo Nicole. Hallo Anna. Und ich habe noch eine ganz tolle Nachricht. Die Nicole hat nämlich nicht nur eine Perserkatze, sondern du hast gleich vier. Stell mir deine Rasselbande doch mal vor. Also wir fangen mit Yara an. Yara ist die Königin, sie ist die Chefin, sie ist 11 Jahre alt. Und Simba und Nala sind 3/4 Jahr alt. Und Jackie kenne ich ja schon. Simba ist männlich, Jackie, Nala und Yara sind weiblich. Kann man das denn irgendwie erkennen, auf den ersten Blick, wer jetzt männlich und wer weiblich ist? Schau dir mal die Jackie an. Sie hat drei Farben. Und dreifarbige Katzen sind zu 99% weiblich. Der Simba ist männlich. Ah, okay, das heißt, der ist einfarbig. Der ist einfarbig. Und man nennt ja auch die dreifarbigen Katzen Glückskatzen. Ah, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, dann hast du ja doppelt Glück, weil die Yara, wie ich sehe, ist auch dreifarbig. Ja, genau. Cool. Ja, dann versuche ich mich doch jetzt denen mal zu nähern. Ich will mal rausfinden, ob Perserkatzen wirklich so scheu Fremden gegenüber sind oder ob sie mich vielleicht willkommen heißen. Ja, lass uns mal schauen. Oh, 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 oh. Hallo Simba. Oh. So, also ich stelle fest, zwei deiner Katzen haben sich ganz gerne von mir streicheln lassen, aber zwei haben doch schon ganz schön gefremdet und waren sich noch nicht so ganz sicher, ob sie mich gut finden. Also das Vorurteil ist zum Teil bestätigt, dass Perserkatzen Fremden gegenüber erstmal vorsichtig sind. Wie war das denn bei dir, als du die bekommen hast? Haben die da auch so gefremdelt? Nein, gar nicht, weil sie kannten mich ja. Ich bin öfters zu den Züchtern gefahren, habe mit den Katzen öfters gespielt. Sie kannten mich, als sie nach Hause kamen. Und sie haben natürlich auch viel Spielzeug gehabt. Wir haben viel mit ihnen gespielt. Ne? Und sie waren ja noch Babys. Und sie waren noch Babys, genau. Aber vom Charakter her typisch Perserkatze. Sie sind sehr, sehr anhänglich, sehr liebevoll. Sie kommen immer zu dir, möchten mit dir spielen. Sind aber natürlich auch sehr eigen und sehr dickköpfig. Wie verstehen sich denn deine Katzen untereinander, Nicole? Nala und Simba sind ein Herz und eine Seele. Sie sind ja auch ungefähr gleich alt. Yara ist mehr die Einzelgängerin, sie ist die Königin, die Chefin im Haus. Wenn einer versucht, ihr Platz zu nehmen, fängt sie das Fauchen an. Jackie ist die Gemütliche. Jackie setzt sich überall hin. Wenn jemand kommt und ihr den Platz wegnimmt, kein Problem, sie nimmt sich einen anderen Platz. Sie ist die ganz zufriedene, ruhige. Bei Nicoles großem Zuhause können sich die Perser auch sehr gut aus dem Weg gehen, wenn sie mal ihre Ruhe brauchen. Du hast ja ein sehr schönes, großes Haus und deine Katzen haben hier sehr viel Platz.
Findest du denn, es ist ein Muss, ein Haus zu haben, wenn man sich Perserkatzen halten will? Nein, eine kleine Wohnung würde auch reichen, denn Perserkatzen sind jetzt nicht sehr abenteuerlustig. Sie sind sehr gemütliche Katzen. Sie brauchen ihren Platz, fühlen sich sehr wohl, wenn sie unter Menschen sind, die sie kennen. Sie haben keinen großen Freiheitsdrang. Sie gehen zwar gerne auch mal raus, aber bleiben dann meistens immer auf der Terrasse. Du hast ja jetzt 4 Katzen. Kann man den Perserkatzen auch alleine halten? Nein, Perserkatzen kann man nicht alleine halten. Man sollte sich immer eine zweite suchen, die auch den gleichen Charakter hat wie die erste. Oder sie beide zusammenholen. Muss das denn eine Perserkatze sein oder kann es auch eine andere Katzenrasse sein? Nein, es muss keine Perserkatze sein. Es kann irgendeine andere Katze sein. Allerdings, wie gesagt, sie muss den gleichen Charakter haben. Das heißt zum Beispiel, die Yara ist eine Eigenbrötlerin. Wenn du ihr die Nala und Simba bringst, die sind viel zu temperamentvoll für sie. Die würden ihr ziemlich auf die Nerven gehen. Und die Yara wäre der Nala viel zu langweilig. Das würde nicht passen. Das heißt, Nala und Simba können miteinander spielen und die anderen haben ihre Ruhe. Genau. Und spielen ist ein gutes Stichwort. Ich finde, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Action hier. Nala, Simba! Wow! Wow! Ich glaube, so langsam ist es mit dem Spielen vorbei, oder vielleicht auch doch noch nicht. Auf jeden Fall hat die Nala viel Energie, das haben wir jetzt gesehen. Der Simba hatte jetzt nicht so große Lust, aber ist halt manchmal so, oder? Da hast du recht, jeder hat seinen eigenen Charakter. Ja, wie ist es denn mit den großen Katzen? Die musst du ja wahrscheinlich trotzdem auch beschäftigen, auch wenn die jetzt vielleicht nicht so viel Lust auf Spielen haben. Natürlich müssen die beschäftigt werden. Die spielen mit dem normalen Spielzeug der anderen. Und sie haben natürlich auch ihre Kratzbäume, die sie brauchen zum Klettern und eben ihre Krallen abzunutzen. Besonders auffällig bei den Perserkatzen ist natürlich das lange, tolle Fell. Ich könnte mir vorstellen, das muss auch mal gebürstet werden. Ja, das stimmt, liebe Anna. Das muss gebürstet werden. Das hat so ein Unterfell und das kann sich unheimlich leicht verfilzen. Deshalb 2 bis 3 Mal die Woche. Ja, die Unterwolle, ne? Ja, genau. 2 bis 3 Mal die Woche schnappe ich mir die Katzen und kämme sie. Dann halte ich sie mit der einen Hand fest und dann mit der anderen Hand kämme ich halt mal so durch. Das heißt, die Perser sind schon pflegeintensiver als andere Katzenrassen. Das stimmt, aber beim Kämmen. Ja. Beim Kämmen. Was würde denn passieren, wenn du das jetzt nicht so oft machen würdest? Dann verfilzt sich das Haar, da entstehen Knoten und dann muss ich die abschneiden, weil ich will der Katze ja auch nicht wehtun. Ja, darf ich auch mal probieren? Ja, selbstverständlich. Also, hier ist der Kamm. Festhalten. Genau. Und durchbesten. Ich kann sie dir festhalten, dann kannst du... Mögen die das? Also, sie sind es von klein an gewöhnt, gekämmt zu werden, aber sie mögen es nicht so. Ah, weil es zieht. Ja, genau. Ja, das kenne ich. Wenn man Knoten in den Haaren hat und dann bürstet, das ist unangenehm. Aber ich mache es ganz vorsichtig, okay? Mhm, okay. Worauf muss ich denn achten, wenn ich mir eine Perserkatze anschaffen will? Also mir persönlich ist es am wichtigsten, dass meine Katzen nicht aus einer Qualzucht stammen. Das heißt, sie hätten dann einen runden Kopf, eine flache Stupsnase. Perserkatzen, die so gezüchtet sind, haben oft gesundheitliche Probleme. Zum Beispiel Tränen ihre Augen oder sie können durch die extrem kleine Nase nicht mehr richtig atmen. Auch das Fressen kann ihnen schwerfallen, weil der Unterkiefer nicht zum Oberkiefer passt. Das heißt, die Katzen werden so gezüchtet, weil Leute das schön und süß finden, wenn die einen kleinen runden Kopf haben und so eine flache Stupsnase. Aber eigentlich ist es eine Quälerei für die Tiere, weil sie dann eben keine Luft kriegen und nicht fressen können. Ja, genau. Nicole hat ihre Perser von einem Züchter, der Wert auf die Gesundheit der Katzen legt. Sie haben keinen übertrieben runden Kopf oder extreme Stupsnasen und sehen trotzdem sehr hübsch und niedlich aus. Und woran erkenne ich einen guten Züchter? Man besucht den Züchter und dann siehst du die Katzen. Und wenn du siehst, dass die Katzen gesund aussehen, dass die Katzen keine flache Stupsnase haben, dann weißt du, du bist richtig. Dann bin ich froh, dass es deinen Katzen gut geht und ich finde, die sehen wunderschön so aus und brauchen überhaupt nicht eine kleine flache Stupsnase. Ja, das Kämmen kommt ja jetzt nicht so gut an. Ich glaube, dann lassen wir das mal lieber. Dann können wir jetzt zu schöneren Themen übergehen, die vielleicht besser ankommen. Wie wär's denn mit Futtern? So, wie wir sehen,
gibt's lecker Nassfutter. Wie oft bekommen Sie das? Meine Katzen bekommen das 2 bis 3 Mal am Tag. Das Trockenfutter bekommen sie 24 Stunden. Wahrscheinlich ist auch immer was zu trinken da, oder? Wasser? Wir haben einen Wasserbrunnen. Warum Wasserbrunnen? Warum nicht einfach einen Napf mit Wasser? Meine Katzen mögen gerne laufendes Wasser immer trinken, nicht stehendes Wasser. Und daher habe ich den Wasserbrunnen da. Okay, wichtig ist bei Katzenfutter ja auch immer, dass möglichst wenig Getreide drin ist, gell? Ja, das stimmt. Und weil sich Perser wie alle Katzen mit ihrer Zunge putzen und dabei sehr viele Haare verschlucken, sollten sie regelmäßig Malzpaste zu fressen bekommen. Die umschließt die gesammelten Haare im Magen und sorgt dafür, dass sie leichter ausgeschieden werden können. Den Katzen schmeckt die Paste super. Ich riech mal dran. Riecht irgendwie einfach sehr würzig. Riecht jetzt nicht irgendwie nach Fisch oder so, wie man denken würde. Okay. Sie lieben diese Paste. Und das Nassfutter mögen sie auch. Gerade scheint aber nur Simba Appetit zu haben. Also ihm schmeckt's. Katzennäpfe sollten übrigens keinen zu hohen Rand haben, damit die Schnurrhaare beim Fressen nicht anstoßen. Das kann der Katze wehtun. Also wenn mich das Futter jetzt nicht beliebter bei den Persern gemacht hat, dann weiß ich's auch nicht. Für euch gibt's jetzt nochmal alles, was ich heute so erlebt habe, im Schnelldurchlauf. Wie zutraulich sind Perserkatzen? Perserkatzen können Fremden gegenüber etwas scheu sein. Bei ihren Besitzern und Besitzerinnen sind sie aber sehr anhänglich und verschmust. Wie viel Platz brauchen Perserkatzen? Die Perserkatze hat keinen großen Freiheitsdrang. Sie fühlt sich auch in einer Wohnung wohl. Wie pflegt und hält man Perserkatzen? Auch wenn die Perser eher gemütlich sind, brauchen sie Beschäftigung. Kratzbäume und Spielzeug sind Pflicht. Ebenso wie regelmäßiges Bürsten. Eine Perserkatze sollte nie alleine gehalten werden. Die anderen Katzen müssen keine Perser sein, sollten aber einen ähnlichen Charakter haben. Was fressen Perserkatzen? 2 bis 3 Mal am Tag gibt es hochwertiges Nassfutter. Trockenfutter und Wasser stehen den Persern rund um die Uhr zur Verfügung. Damit sie ihre verschluckten Haare besser ausscheiden können, bekommen sie Malzpaste. So, ich habe es mir hier so richtig schön gemütlich gemacht. Da darf ich nicht vergessen, noch die Quizfrage aufzulösen. Nicole, du kannst mir bestimmt helfen. Willst du nicht helfen? Nee, gut, dann müssen wir das alleine regeln. Dreifarbige Katzen sind fast immer Antwort A männlich oder Antwort B weiblich? Also die Antwort ist B. Sie sind zu 99% fast immer weiblich bei allen Katzenrassen. Genau, ist gar nicht auf die Perserkatze beschränkt, sondern das ist immer stimmt. So. Finde ich eine super spannende Info, wusste ich ehrlich gesagt vorher auch noch nicht. Der Nala konnte ich schon näher kommen, aber so richtig gekuschelt habe ich mit deinen Perserkatzen immer noch nicht. Ich will mein Glück aber auf jeden Fall noch mal bei der Glückskatze versuchen. Ha! Glück gehabt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Darf ich noch ein bisschen?